Hofstetten im Landkreis Eichstätt. Neben Kirche und Mariensäule prägt ein rotes Haus den Dorfkern, das alte Schulhaus. Gekauft und hergerichtet von einem Einheimischen, dessen Bruder unweit auch noch ein anderes Jurahaus gerettet hat, den Bengelhof. Zwei Jurahäuser und zwei Zwillingsbrüder. Siegfried Meixner hier links und sein Zwillingsbruder Christian rechts. Beide Ingenieure bei Audi haben jeweils ein Jurahaus in ihrer Heimat gerettet. Das alte Schulhaus war ein Jugendtraum von Siegfried. Ich habe schon mit 18 gedacht, aus dem kann man was machen. Es hat aber dann noch 12 Jahre gedauert, bis ich es kaufen konnte. Und 5,5 Jahre Renovierung, bis aus dem hässlichen Entlein ein schöner Schwan bzw. ein schönes Haus wurde. Nach dem Kauf 2001 hat Siegfried wieder jedem Fenster seinen ursprünglichen Platz zurückgegeben. Die rot-beige Fassade unterstützt die klare Gliederung. Trotz Marienfigur und Lage bei der Kirche, Pfarrhaus war das Haus aus dem Jahr 1757 nie. Dafür unter anderem Bauernhaus, Schulhaus und Poststelle. Und Standesamt. Hier haben Siegfrieds Eltern geheiratet. Er selbst hat auch noch eine Kindheitserinnerung. Ich kann mich erinnern, ich war als 4-jähriger Bub mal da drin. Ich bin mit meiner Mama da zur Tür reingegangen. Und da war dann da der Bürgermeister gesessen. Und was mich an dem Raum erinnern kann, da hat es da eine Neonröhre gegeben, die war so hell. Und ich bin da reingegangen und habe zuerst einmal in die Neonröhre geschaut, weil mich die heute als Kind voll geblendet hat. Und was hast du jetzt heute an der Decke? Ja, jetzt ist ganz normal. Das warme Licht der Messinglampe lässt diese Tierfiguren aus Holz erstrahlen. Mitbringsel von Geschäftsreisen aus Südafrika, inzwischen Markenzeichen des Hauses. In der Küche gibt es zwei Besonderheiten. Erstens dieses Nilpferd, Siegfrieds Lieblingsfigur. Und zweitens das rekonstruierte Gewölbe. Man vergisst es, dass man da eigentlich so einen besonderen Raum hat im Haus. Wenn dann Besucher kommen und die dann halt in dem Raum stehen und sagen, wow, dann wird das einem schon wieder bewusst. Im Alltag verblasst es ein bisschen. Vom Schulhaus, in dem Siegfried alleine lebt, ein paar Häuser weiter Richtung Ortsrand, zum deutlich kleineren Hof, den Bruder Christian mit Frau Sabina und den Kindern in den Ferien bewohnt. Ein Hof mit einem frechen Namen. Das ist der Bengel. Das ist der Hofname, der Hausname Bengel. Aber eigentlich seid ihr ja dann die Bengels. Eigentlich schon, ja. Nicht im negativen Sinne. Nein, nicht im negativen Sinne. Der Bengel wurde als Kleinbauernanwesen um 1747 erbaut. Doch hinter der puren Idylle, die sich heute bietet, wo jetzt Sabina mit Tochter Sophia Früchte ernten kann, steckt ein langjähriges Familienprojekt. Es begann alles damit, dass Christian 2005 die Anzeige über den Verkauf des Hofes in der Zeitung entdeckte. Er wusste nicht, ob Sabina auch Interesse daran fand. Ich habe einen Straßrosen gekauft. Und, ich weiß nicht. Und dann, meine Kinder waren dabei, Sophia war 3 Jahre alt, der Matthias war 6. Und dann sind wir halt angetanzt mit dem Strauß Rosen und dann haben wir uns das überzeugen lassen, ja. Dass wir mal anrufen, gell, bei den Besitzer. Genau, das wir dass wir mal anrufen. Also, dass vom wir Kauf war überhaupt noch nicht die Rede. Dass wir vorbeischauen und dass wir es mal anschauen. Vom ersten Anblick nicht abgeschreckt, kauften und restaurierten die Meixners dann den Bengel über 8 Jahre lang. Ein Familienabenteuer. Wochenenden und Ferien waren voll mit Renovierungsgeschichten, mit Überraschungen, Unfällen und Tiefpunkten. Etwa der Westgiebel, der drohte einzustürzen. Das konnte in letzter Minute verhindert werden. Heute steht er da wie ein Einser. Stabil hält der Bengel dem tonnenschweren Dach stand. Das ist aus Legschiefer, ein Markenzeichen von Jurahäusern. Und nur noch wenige Handwerker beherrschen diese alte Tradition.
Der Bengelhof ist heute Ferienhaus. Die Meixners leben sonst 15 Autominuten entfernt, wo Christian den Hof der Schwiegereltern als Nebenerwerbslandwirt weiterführt. Im Bengelhof zeigt er uns noch ein paar Besonderheiten. Wir sind jetzt hier in der Stube, in der guten Stube. Wir haben hier hinten ja unsere Eckbank, zweiteilig. Ist also der Mittelpunkt des Hauses, würde ich sagen. Einfach, schlicht und stimmig die Einrichtung. Viele Möbel haben die Meixners restauriert. Manche wurden von Nachbarn geschenkt. In diesem Wandloch wurden einst Kienspäne als Lichtquelle genutzt. Darüber thront die originale massive Bohlenbalkendecke. In einer Ecke dann diese Fläche an der Wand. Wenn wir das Haus gekauft haben, war das Ganze hier zugemauert mit Biberschwanzziegeln und verputzt, sodass man das nicht gesehen hat. Und beim Wegnehmen der Biberschwanzziegeln sind dann diese alten Farbschichten rausgekommen. Wir haben jetzt da gar nichts gemacht. Das ist also nicht weiter freigelegt worden, auch nicht restauriert. Das bleibt jetzt so als Zeitfenster. Nebenan ein Schlafkammerl. Und die sogenannte Rußkuchel, die ehemalige Küche, in der früher auf offenem Feuer gekocht wurde. Auch heute noch schwarzer Ruß im Kamin und Raucharoma in der Nase. Im Dachgeschoss dann ein besonderer Raum. Hier war ursprünglich die Tenne. Zwei Schlafzimmer grenzen an sie an. Das heutige Wohnzimmer bestand früher aus drei Kammern. Was stellenweise als Puppenstube anmutet, ist in Wahrheit der größte Raum des Hauses geworden. Und ein witziges Fundstück hat Christian auch noch. Das ist ganz interessant. Das ist nämlich das Nummernschüttel gewesen von den Ochsen. Der Nikolaus Meier, wie es hier draufsteht, Hofstetten 11. 11 war die alte Hausnummer hier beim Bengel. Und der Nikolaus Meier war der letzte Bengelbauer. Und muss ich das so vorstellen, dass das Nummernschüttel im Bereich des Geschirrs irgendwo angebracht war. Und wenn dann der Ochs mal vor der Wirtschaft gewartet hat im Halteverbot, dann hat man gewusst, wem er gehört. Strafzettel gab es für den vierbeinigen Falschparker wohl nicht. Der neue Bengelbauer zieht sein Fazit. Jedes alte Haus sollte man retten, weil die einmalig sind. Ja. Das, was jetzt in Neubaugebieten steht, das ist ja Einheitsbrei. Da gibt es wieder Saison, da sind alle Fenster grau und die Dächer grau, die Häuser weiß und in 5 Jahren wird es ja ganz bunt werden. Und so die alten Häuser, die stehen ja schon immer so und es passt halt, ja. Stimmt. Ohne Christian, seine Familie und seinen Bruder Siegfried würde es den Bengelhof und das alte Schulhaus vermutlich nicht mehr geben. Dass diese alten Häuser von ihnen gerettet und unter Denkmalschutz gestellt wurden, ist ein Geschenk für ganz Hofstetten und sein Ortsbild.